Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, es gibt heute mal ein paar Inspirationen. Das ist so eine neue Art. Ich weiß nicht, ob das eine komplett neue Art von Videos ist. Also ich habe sowas Ähnliches schon ein paar Mal gemacht. Zum Beispiel da hinten so Designs vorgestellt. Wobei da hinten, das sind ja meistens so einzelne Designs. Ich habe das jetzt aber mal so gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine neue Serie wird oder ob ich mehr davon mache. Muss ich mal schauen. Und zwar ist das einfach mal so ein Möbelhaus. Das heißt, ich stelle euch einfach mal so ein bisschen so ein paar Designs vor, aber in ganzen Räumen. Das heißt, heute habe ich zum Beispiel zwei Wohnzimmer, die ich vorbereitet habe und die ich euch einfach nur zeigen möchte. Genau, und darum geht es in dem Video, einfach um so ein paar Inspirationen zu geben, vielleicht für den einen oder anderen. Und ich würde sagen, wir laufen mal einfach los. Und zwar steht das hier ja schon Möbelhaus. Hier einmal durch. Und hier haben wir das erste Design, also das erste Wohnzimmer. Und zwar ist das ein modernes Design. Und ich muss sagen, also es hat schon ziemlich lange gedauert, das Ganze zu bauen, weil ich habe versucht, möglichst viele coole Features oder sowas einzubauen. Genau, und zwar, ihr seht ja schon, wir haben hier einmal ein ganz chilliges Sofa geschmückt mit hinten das Fenster. Also ich habe das extra so platziert, dass es genau mittig ist. Links und rechts davon diese Fahnen sind das ja, genau, also diese so ein bisschen Grünzeug. Und hier an der Wand, die Wand ist aus, das ist ein Gemälde und die stellen halt so ein bisschen so eine Holzfassade oder sowas dar. Genau, also das ist hier zum einen der Bereich und dann haben wir hier den, so eine kleine Küchenzeile mit einer Bar und sowas. Genau, also ich finde, das sieht irgendwie richtig, richtig cool aus. Hier hinten, das ist einfach so eine riesen Einbauküche, die hier die ganze Wand einnimmt mit einem Ofen, mit einem Kühlschrank, mit sogar Herdplatte, Dunstabzugshaube und hier so ein kleines Waschbecken und das auch umgeben mit so einem kleinen Glasfenster oder ja, eigentlich so eine Glasfront sogar. Und auch hier an der Bar finde ich das ganz cool. Hier oben habe ich noch so ein bisschen Glas eingebaut, damit das nochmal so ein bisschen moderner wirkt, so ein bisschen offener. Genau, also das so dieses Küchen-Wohnzimmer-Living-Room-Design. Genau, also ich habe das Ganze jetzt hier offen gestaltet. Es würde, glaube ich, sogar richtig cool aussehen, wenn man das Ganze auf zwei Stöcke zieht. Also wenn man hier zum Beispiel so zwei Stöcke Platz hat, dass man das dann nach oben hier offen hingestaltet und dann vielleicht so lange Lampen so runterlässt, dann aus der zweiten Etage, die dann hier runterhängen und das Ganze hier beleuchten. Also ihr seht, das Ganze hier relativ offen gestaltet. Genau, und das ist so der erste Raum, den ich so zeigen wollte. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Raum. Der ist jetzt diesmal nicht modern, sondern in einem Holzlook. Aber auch der gefällt mir ganz cool, muss ich sagen. Und zwar sieht das Ganze hier einmal so aus. Also ihr seht sehr viel Holztöne, dunkle Töne. Genau, und hier haben wir auch so einen großen Esstisch mit solchen Sesseln links und rechts davon. Also ich finde, die sehen wirklich richtig, richtig gemütlich aus, richtig bequem. Und man hat hier so einen Kamin im Hintergrund und ich glaube, das ist so das Highlight von diesem Raum. Also wirklich, das finde ich, sieht mega, mega cool aus. Hier oben dann noch eine Beleuchtung zwischen diesen Holzbalken, die den Raum auch nochmal so ein bisschen dekorieren. Hier an der Wand haben wir ein Bücherregal und dann hier nochmal so ein kleines Regal mit so ein paar Gemälden darüber und so ein paar Skulpturen, die hier stehen. Genau, hier hinten in dem Bereich haben wir hier auch nochmal so ein paar Skulpturen, die hier stehen. Die Wand, die ein bisschen mit Bildern dekoriert ist. Hier nochmal ein Sessel und hier eine Lampe, die man, also so eine Leselampe oder sowas, die man auch ein- und ausschalten kann. Also es soll im Prinzip diese, so eine Schirmlampe darstellen. Also ich weiß nicht, wenn man das oft, das wirkt vielleicht ein bisschen zu groß, aber ich habe jetzt keine andere Möglichkeit gefunden und man kann die halt auf- und zuklappen und damit auch gleichzeitig das Licht ein- und ausschalten. Genau, also einfach so eine kleine Leselampe und hier dann so eine kleine Couch noch, wo man dann drin sitzen kann und sich vielleicht das ein oder andere Buch durchlesen kann. Genau, also an sich waren das schon die zwei Designs, also es geht jetzt relativ schnell, das Ganze zu zeigen, aber ich habe mir Mühe gegeben, das Ganze so cool wie möglich zu machen und ich finde, die beiden Räume sind richtig schön geworden. Ich weiß auch nicht, welchen Raum ich persönlich besser finde. Ihr könnt das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen Raum ihr davon besser findet.
Und dann auch einfach mal gerne schreiben, warum ihr den Raum besser findet. Und Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, so ein paar Inspirationen. Und mal gucken, ob ich das noch weitermache, vielleicht mit ein paar anderen Räumen, vielleicht mal mit irgendwelchen Badezimmern oder nur Küchen oder Schlafzimmern. Also da ist ja eine Menge Freiraum, den man dann so hat. Genau, ich würde einfach mal sagen, Leute, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.